Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg zu TMTV Live. Montag 16 Uhr und es ist wieder soweit. Eure zwei Lieblingsnasen hier stehen im Studio parat. Ja. Bei mir Fabian Knotnerus. Knoddi, moin. Schön, dass du da bist. Und bevor wir hier reinstarten, habe ich mir gerade ganz spontan überlegt, rufen wir wieder die Challenge aus, die Knoddi und ich tatsächlich ein paar Jahre schon mal gemacht haben. Knoddi spielt 3 Ligen höher als ich in der Oberliga Hamburg. Ganz guter Spieler, ich nicht so, aber trotzdem haben wir eine Challenge gemacht, wer mehr Tore schießt. Ist schon 2-mal unentschieden ausgegangen, glaube ich. Einmal mit 8 und einmal mit 5 Saisontoren. Jetzt wollen wir es wieder machen und ich nehme da eine Herausforderung an, denn Knoddi hat schon 2-mal getroffen. Ist zwar letzter mit seiner Mannschaft, aber beide Spiele ein Tor gemacht. Die Herausforderung nehme ich gerne an. Ja. Jetzt, wo ich Stürmer spiele, habe ich gute Chancen. Ja, war nicht abgesprochen. Ich spiele seit Jahren Stürmer, bin torungefährlich wie sonst was, aber die Herausforderung nehme ich an. So. Sehr schön. Auch wenn ihr mehr Spiele habt. Aber wo machen wir eine Ratio am Ende, ne? Wer mehr Spiele, Tore pro Spiel hat oder irgendwie sowas. Aber das kriegen wir schon. Gar kein Thema. Hin. Dann sage ich mal so, dann nenne ich mich jetzt ab jetzt verletzt und kann nicht mehr, ja, habe ich eine 100%-Quote, dann bin ich durch. Naja, muss ich doppelt treffen, ein paar Mal. Gut. Das erst einmal zum Einstieg, das ist mir gerade so ganz spontan gekommen. Wir wollen heute sprechen über den hinter uns liegenden Bundesliga-Spieltag, über internationalen Fußball, über ein paar schöne Kuriositäten vom Wochenende und ganz, ganz wichtig heute, den Deadline-Day. Wir haben nur noch eine Woche geöffnetes Transferfenster. Nächsten Montag um 18 Uhr schließt der Laden und wir werden dann auch flächendeckend live berichten hier aus dem Studio. Natürlich auch wieder mit Knoddi. Das solltet ihr euch schon mal rot anmarkern im Kalender. Werden wir auch heute schon mal ein wenig drauf zu sprechen kommen. Wir starten aber mit den beiden Herren, die ihr hinter uns seht, auf der Transfermarkt-Live-Grafik. Denn gerade mal 2 Spieltage hat es gedauert und schon haben wir 2 Trainerentlassungen in der Bundesliga nach einem verrückten Spieltag. Knoddi, wie bewertest du das? Man muss ja sagen, beide Trainerentlassungen nicht gerade unverdient. Ja, also tatsächlich, wir haben ja schon letzte Woche Montag drüber gesprochen, Schalke gegen Bremen. Einen von den beiden wird es wahrscheinlich erwischen. War jetzt auch so der Fall, wenn man guckt, Wagner mit Schalke seit 18 Spielen nicht gewonnen. Das kann er dann irgendwann auch nicht mehr rechtfertigen. Also er hat ja gesagt, er sieht sich als Teil der Lösung. Aber ja, wie gesagt, wenn man 18 Spiele nicht gewinnt, ja, dann hast du irgendwann auch nicht mehr das Vertrauen verdient. Klar, da stimme ich total zu. Was ich halt als echt relativ blind erachte, tut mir wirklich leid, aber wenn man schon mit so einer absoluten Minusserie aus einer Saison kommt, dann dem Trainer nochmal die komplette Vorbereitung gibt und auch mit ihm ja irgendwie den Kader zusammenstellen. Gut, ist bei Schalke sowieso nicht passiert, weil die keine Transfers tätigen konnten, aber dann ist es doch eigentlich total blöd nach 2 Spielen. Das eine ist auch noch Bayern. Die Art und Weise gegen Bayern muss nicht sein, sicherlich, aber ist es dann nicht irgendwie total Chaos? Hätte man den Schritt nicht schon im Sommer machen müssen? Klar, gebe ich dir recht. Die Denkweise ist auf jeden Fall vernünftig, dass man sagt, okay, hätte man vorher machen können und hat dann eine vernünftige Sommervorbereitung. Andererseits, ja, also es ist, glaube ich, schwierig. Im Sommer war jetzt auch nicht so wirklich was Trainermäßiges auf dem Markt, wo man denkt, okay, der passt jetzt zu 100% zu Schalke, der kann sie nochmal weiter voranbringen. Andererseits haben sie ihm ja einen langfristigen Vertrag gegeben, um vielleicht auch mal was mit ihm aufzubauen. Dass es jetzt mit den ersten beiden Spielen auch schon wieder so den Bach runtergeht, gut, gegen Bayern kann man mal sicherlich verlieren, die Art und Weise hast du beschrieben, aber nach 2 Spielen da wieder mit 0 Punkten zu stehen und 11 Gegentoren aus 2 Spielen, muss man tatsächlich darüber nachdenken, dann diese Reißleine zu ziehen. Meine Lieblingsformulierung: Im Sommer war keiner auf dem Markt, der zu Schalke passt. Passt überhaupt ein Trainer zu Schalke? Oder müssen wahrscheinlich wieder einen Eurofighter ausgraben, oder? Stevens reaktivieren oder ein Wilmots oder wer lief da noch rum? Juri Mölder oder so. Irgend so ein Eurofighter. Das muss doch jetzt. Oder Ibisevic gleich als Spielertrainer einsetzen. Es nimmt ja tatsächlich, so hart es klingt, so langsam HSV-Züge an. So, es gefühlt war jeder schon mal da, es hat nie geklappt. Und es ist einfach so, der Trainer, der zu diesem Verein geht, im Regelfall weiß er schon, okay, in einem halben Jahr oder einem Jahr werde ich wieder entlassen und kriege noch meine Abfindung. So hart es klingt, aber in den letzten Jahren hat ja nie mal wirklich einer über einen längeren Zeitraum das mal wirklich hingekriegt. Dementsprechend, wir können auch auf eine Statistik gucken, die deutschen Trainer, die jetzt gerade verfügbar sind, da ist jetzt nichts, wo du direkt sagst, okay, der hat bei anderen Vereinen überzeugt, der war vernünftig, dementsprechend
ja, was soll Schalke machen? Sie haben jetzt auch nicht das Budget dafür, um zu sagen, okay, wir kaufen jetzt irgendeinem aus dem Vertrag raus. Das geht ja auch nicht. Also wer bei mir irgendwie seit Jahren seltsamerweise immer sofort aufploppt, wenn ich denke, welcher deutsche Trainer könnte es sein, ist es nicht Jürgen Klinsmann. Das wird schwierig, Alexander Nuri auch, aber bei mir ist es der Markus Weinzierl. Denn da denke ich immer sofort, ja Mensch, warum denn nicht der Weinzierl? Dann ist mir eingefallen, der war ja schon mal, der war tatsächlich schon da. Der war auch schon mal auf Schalke, das hatte ich fast verdrängt. Und ich glaube, damals war es auch noch bei der Vorstellungs-PK, dieser Witz sollte es, glaube ich, sein, dass er sich ein Haus angeguckt hat zur Miete und dann sagte der Makler, ja, ich wollte schon irgendwie langfristig vermieten und ja, dreiviertel Jahr später oder so, maximal war er dann auch schon wieder weg. Sandro Schwarz ist ja jemand, da ist der Name durchaus mit Werder und auch Schalke schon in Verbindung gebracht worden, war ja bei Mainz da auch ein unschönes Ende genommen. Ja, André Breitenreiter war auch auf Schalke, ne? Stimmt. Wenn du die Liste durchgehst, da waren schon ein paar, die auf Schalke waren. Ja, Hannes Wolf. Ging auch komplett unglücklich. Genau, und beim HSV vorher auch sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Tim Walter. Walter finde ich noch einigermaßen interessant tatsächlich. Ja, auch schwierig, hat aber auch keine Erstliga-Erfahrung, ne? Kommt dazu Christoph Daum, weiß ich nicht. Wer eher raus? Mirko Slomka war auch schon auf Schalke, ja Mensch. Jetzt Keller war auch schon auf Schalke. Keller auch, ja, das stimmt. Ach ja, da war ich mal tatsächlich in der Mixzone, als der, kurz bevor der entlassen wurde. Ja, Bernd Hollerbach, das wage ich zu bezweifeln bei dessen letzten Engagement. Thomas Doll! Ja, Mann! Warum nicht, Alter, Dolly? Bekannter. Würde ich mich freuen, aber auch das schätze ich. Ja, also, wie gesagt, wenn wir jetzt die Liste mal durchgehen, also ich finde da jetzt nicht gerade ein, wo ich auf Anhieb sage, das ist der neue Schalke-Trainer. Zorniger, Schubert, Walpurgis. Das sind ja Christian Fiel, das ist zum Beispiel jemand, den, aber auch da der Punkteschnitt bei Dynamo Dresden und die letzten Ergebnisse alle nicht das Gelbe vom Ei. Torte Fink, Wissel Kobe, von Iniesta zu Stambouli. Ihr könnt uns auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr so an Favoriten habt Richtung Schalke-Trainer. Ich denke mal, ihr kommt auch bestimmt auf den ein oder anderen Namen, den wir jetzt vielleicht noch nicht genannt haben, der noch nicht in der Liste aufgetaucht ist. Wir können es ja mal probieren. Doppelgespann, Knotneros, Pomarenke, andersrum eigentlich. Du als mein Assistent. Ich wusste, dass es kommt. Das ist ein kleiner Twist, aber auf jeden Fall auch noch drin. Wir haben aber noch... Weil ich der Ältere bin. ...in den Medien natürlich schon... Ausnahmsweise. Weil wir... In den Medien haben wir natürlich schon bestimmte Namen, die genannt wurden. Wollen wir mal drauf gucken. Ein Name, der über den Sonntag schon gesprochen wurde direkt, war Ralf Rangnick. Der hat jetzt der aber war tatsächlich... auch schon mal auf Schalke. Der auch schon auf Schalke war. Wer war denn noch aber auch noch auf in erfolgreichen Zeiten auf Schalke war. Ja, das stimmt. Der hat aber jetzt tatsächlich gesagt, er steht doch nicht zur Verfügung. Du hast schon scherzweise gesagt vor der Sendung, ja, der hat nach dem Gespräch am Sonntag dann nochmal gemerkt, scheiße, es ist ja doch Schalke. Ja. Das mache ich lieber nicht. Wie gesagt, Rangnick fällt also raus. Der hat abgelehnt, gesagt, das macht er nicht. Trotzdem noch zwei weitere Namen, die in der Verlose stehen. Zum einen wäre das Manuel Baum, der zuletzt ja auch bei Augsburg war. Aber nicht von dem Mega-Erfolg gekrönt, oder? Ja, hat natürlich die Bundesliga-Erfahrung. Andererseits so ein Markus Weinz hier, der in die ähnliche Kategorie ging. Jens Keller, der eine ähnliche Kategorie, der so eine ähnliche Laufbahn vorher hatte, haben es auch nicht wirklich geschafft. Ja, Manuel Baum. Möglich, aber sehe ich tatsächlich auch nicht jetzt als den Top-Kandidaten. Und wer war, ach ja klar, Valeria Ismail, eine alte Bundesliga-Volllegende, bei Werder, früher auch bei den Bayern gespielt, zuletzt glaube ich in Österreich Trainer gewesen. Bei LASK Linz. Genau. Oder LASK, je nachdem. Ja, und da ist er doch auch mit so einem leichten Eklat gegangen, meine ich. Da war doch die Geschichte, dass die trainiert haben, trotz Corona. Corona, ja, aber wobei man sagen muss, rein sportlich war es ja vernünftig, was sie gemacht haben. Schlecht, also ja. Das könnte für ihn sprechen. Andererseits war es halt in Österreich. Nichts gegen unsere Nachbarn, aber das ist dann natürlich nochmal ein anderer. Hast du Freunde hier, Knoddy? Ich weiß nicht. Man muss doch mal provozieren. Ja, in die dritte oder vierte österreichische Liga wirst du nicht mehr eingekauft, glaube ich, doch, wenn du dich so äußerst. Oder ich habe noch einen Namen, der auf dem Markt wäre. Achim Bayerlotzer hatte ja auch durchaus im vergangenen Jahr eine sehr, sehr kurze Zeit nur zwischen seinem Engagement in Köln und in Mainz. Und letzteres ist seit heute auch zu Ende. Müssen wir auch auf jeden Fall drüber sprechen. Der Mainzer Coach gefeuert nach einer Woche, wie er sie, glaube ich, gerne aus seinem Gedächtnis streichen würde. Und zwar geht es ja...
mal, wir können ja mal chronologisch durchgehen. Also letzte Saison auch schon schwierig, rein sportlich gesehen. Mainz irgendwie so zwischen Hui und Fui. Mal haben sie irgendwie 5-0 in Bremen gewonnen oder bei der Hertha ganz souverän gewonnen. Und dann gab es auch mal irgendwie eine Monsterklatsche. Ich glaube zweimal alleine gegen Leipzig richtig hoch verloren. Naja, und jetzt letzte Woche dieses Aufkommen des Streits, der Auseinandersetzung mit Adam Schalay. Der durfte nicht mehr mittrainieren, sollte sich einen neuen Verein suchen und plötzlich streikt die Mannschaft. Dann war auch schon die Rede davon, irgendwie Bayer-Lorzers Rückhalt schwindet, diese komische PK. Wie hast du die ganze letzte Mainzer Woche mitbekommen? Und ich bitte dich bei dieser Antwort, die Vokabel Karnevalsverein auszusparen. Ja, schade, ich wollte eigentlich direkt damit anfangen, aber nimmst du mir den Wind aus den Segeln. Also man muss einfach sagen, der Verein hat sich damit absolut keinen Gefallen getan. Von vornherein hätte man das anders lösen müssen. Ein Schalay zu sagen, okay, wir wollen dich nicht mehr, wir suspendieren dich. Natürlich, das kommt vor, das gibt es auch einfach. Ich wollte gerade sagen, das passiert doch eigentlich alle ellenlang. Ich meine, wenn wir jetzt hier aus Hamburg berichten, beim HSV habe ich das, glaube ich, schon, was weiß ich, 20 Mal erlebt und da ist sowas nicht passiert. Hoffenheim hatte eine Trainingsgruppe 2, wo auch ein paar Multimillionäre dann weitergemacht haben. Zum Beispiel Holger Badstuber, jetzt in Stuttgart, gleicher Fall. Ja. Der sagt, nö, dann spiele ich halt Regionalliga. Ist das nicht auch ein bisschen drüber? Also haben die nicht ein bisschen überreagiert? Nein, also ich verstehe den Unmut schon, weil es einfach meiner Meinung nach ein Fehler von Mainz ist, ihn zu suspendieren, obwohl er ihn eine Woche vorher noch in Kader genommen hat fürs Pokalspiel. Und er trifft. Er eingewechselt wird und er trifft. So, wenn ich sage, dieser Prozess, dass ich nicht mehr den Spieler plane, den haben sie wahrscheinlich dann schon länger als diese eine Woche, wo er noch eingewechselt wurde und gespielt hat. Wenn ich weiß, ich setze nicht mehr auf den Spieler, ich möchte ihn suspendieren, warum nehme ich ihn dann noch in Kader? Warum wechsle ich ihn ein? Dann hast du selber das Problem tatsächlich, wenn er dann trifft, dann kannst du es halt noch weniger sportlich begründen. Und das ist meiner Meinung nach der erste große Fehler von Mainz. Wenn sie gesagt haben, ja, wir wollen nicht mehr mit dir weiterarbeiten, dann nehme ich den halt nicht mehr im Kader. So, und ihn dann zu suspendieren und zu sagen, du darfst nicht mehr mit der ersten Mannschaft trainieren, dass du dann kommst du halt auch nicht mehr aus der Sache raus so schnell. Und er ist im Mannschaftsrat, dann gab es ja noch mal kurz die Diskussion, ob das eventuell nicht sportliche Gründe hatte, sondern finanzielle, wegen dem Gehaltsverzicht. Da hat jetzt der Berater letztens auch gesagt, das hat damit gar nichts zu tun. Schalay ist eigentlich mehr Mittelsmann immer gewesen, hat sich auch dafür eingesetzt, dass die Spieler ein bisschen auf Gehalt verzichten. So, das heißt, diese Diskussion, die dort geführt wurde, ist auch komplett unnötig gewesen. Er ist Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft, dass er irgendwie ein bisschen natürlich noch Spielpraxis, aber mit der Mannschaft trainieren will, ist auch klar. Also von vorne bis hinten hat sich da Mainz sehr, sehr lächerlich gemacht, muss ich sagen. Ja, und es gibt ja nur Verlierer, ne? Ja, weil, also, wie du sagst, Schalay hat verloren, Mainz hat verloren. Bayer-Lorz hat erst recht verloren. Also, komisch. Also ich hätte es von vielen Vereinen, kann man das, was heißt erwarten, ist vielleicht so zu streng genommen, aber da kann man sich das denken, dass es passiert, aber bei Mainz hätte ich niemals damit gerechnet, dass sowas passiert. Ja, und was man sagen muss, bei dieser Entlassung vor allen Dingen bemerkenswert ist, das sehr, sehr enge Verhältnis, ein wirklich überdurchschnittlich gutes Verhältnis zu Ruven Schröder, dem Sportvorstand, und dass der nun handelt, das zeigt auch, dass es wirklich 5-12 war und dass es auf jeden Fall nicht mehr weiterging. Also da hätte ich wirklich auch nicht getippt, dass Bayer-Lorzer so früh in der Saison fliegt. Und ich glaube, dass das auch ein Indikator dafür ist, dass es nicht nur sportliche Gründe hat, sondern dass da einiges im Argen liegt. Ja, wie sieht's da aus? Werden die es ein bisschen leichter haben, als Schalke da einen vernünftigen Nachfolger zu finden? Weil ich meine, sportlich klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ist ein bisschen mehr Substanz da als bei Königsblau, oder? Finde ich auch. Also rein von der Truppe her eine Offensive. Ja, ich finde, Mainz ist so mahui, mahui, aber die gewinnen halt noch Spiele. Und das, die schießen halt mal Tore, meinst du? Ja, und die Fantasie fehlt mir bei Schalke so ein bisschen gerade. Das ist, so leid mir das tut. Ja, aber wir hatten das ja schon letzte Woche, das Thema, dass wir natürlich keinem Verein hier zu nahe treten wollen, aber also ich sehe halt auch... trotzdem, die ganze Zeit tun wir es. Ja, ist leider so. Also wenn du dir den Kader anguckst von Schalke, ist es halt auch irgendwie schwierig, da zu sagen, das ist eine richtig geile Truppe und die kriegen das auch wieder hin. Also gerade wenn es in die Offensive geht, ist es halt schon sehr dünn. Da fällt mir ein, das wollte ich eigentlich unbedingt noch erzählen. Ich habe eine kleine Anekdote. Bei mir im Manager-Spiel hatte einer Kabak und Stambouli und hat sie beide für 1 Euro auf den Transfermarkt gesetzt. Bisschen übertrieben, aber ich habe es gefühlt irgendwie. Doll. Aber wie kann man auch die Schalker Innenverteidigung?
Aufstehen. Du hast, ja, erstens das, andererseits hast du gerade Kabak angesprochen. Ich meine, ich denke mal, das hast du auch mitbekommen, was da los war in seine Person. Im Endeffekt ist er vom Platz geflogen mit Gelb-Rot, was absolut gerechtfertigt war. Andererseits diese Spuckattacke gegen Augustinsson, wie hast du das gesehen, wie siehst du das? Ja, es ist schwer zu sagen. Also ich hab ihn tatsächlich hart verurteilt, schon während des Spiels noch, als diese Zeitlupe gezeigt wurde. Ich habe es auch als wirklich pure Absicht gesehen in der Situation. Seine Entschuldigung, ob man die dann glauben kann, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es schützt vor Strafe nicht. Ich denke, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Der DFB ermittelt ja auch schon. Man hat einen Kontrollausschuss an den Start gebracht. Ich glaube, dabei beeindruckend mehr oder minder ist auch noch, dass Schalke ihn ja eigentlich gerne auch verkaufen wollen würde oder auch müsste, damit da weiterhin der Strom aufgedreht bleibt. Da gibt es ja auch echt nur begrenzt Kandidaten, vielleicht Harit noch so ein bisschen, aber ja, eigentlich hätte ich auch damit gerechnet, dass sie ihn noch verkaufen. Ob das in irgendeiner Form eine Beeinflussung gibt, wenn der jetzt, angenommen, der kriegt 4-5 Spiele Sperre noch, dann ist die große Frage, ob das nicht vielleicht auch bei einem möglichen Verkauf die Ablösesumme etwas mindert oder schmälert. Also das sind alles so Dinge, wenn man darüber diskutiert, das ist einfach mehr Krise, kann man sich eigentlich gerade kaum vorstellen. Ja, vor allem zur aktuellen Zeit, man muss es halt leider nochmal betonen, wir stecken in einer Pandemie mit aufgrund von Corona und selbst wenn es nicht mit Absicht war, das selbst schon in die Richtung zu machen, ist schon tatsächlich einfach dumm. Also es ist gut, dass die Profifußballer da irgendwo rumspucken, das macht ja gefühlt jeder, leider. Nicht nur die Profis. aber dass er noch so tatsächlich offensichtlich, wie gesagt, ob es Absicht war oder nicht, also ich glaube schon, dass da noch was kommen wird. Mhm. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn was kommen wird, dass es dann halt nicht nur 1, 2, 3 Spiele sind, sondern halt tatsächlich ein paar mehr. Und Toni Leistner hat ja zuerst auch ein paar Spiele mehr bekommen, weil er gegen die Corona-Auflagen verstoßen hat, weil er in den Block gegangen ist. Was ja im Endeffekt meiner Meinung nach nicht so wild ist, als wenn du einen tatsächlich jemanden anspuckst. Mhm. Tja, sehr, sehr viel los. Was für ein Spieltag. Zu einem Überfluss hat ja Kabak auch noch den Elfmeter verschuldet. Also schlimmer geht's kaum eigentlich. Ja, und wie gesagt, als wäre das nicht genug, es war auch ansonsten so wahnsinnig viel los. Am Samstag, ich habe selber gespielt, komme vom Platz und sehe, Dortmund verliert in Augsburg, Leipzig nur unentschieden. Ich hätte schon fast ein DHL-Paket mit der Meisterschale aufgegeben nach München. Haben viele tatsächlich. Ja, es ist dann durchaus etwas passiert, womit wir nicht unbedingt rechnen konnten, dass die Bayern zwar müde, aber auch irgendwie ein bisschen uncharismatisch aufgetreten sind. Gegen Hoffenheim wenig Esprit war dabei und dann gehen sie halt mal mehr oder minder unter. Wie hast du das erlebt? Hast du das Spiel gesehen? Nee, tatsächlich auch nicht. Ich hatte nämlich am Sonntag, im Gegensatz zu dir, Sonntag ein Spiel, habe auch danach aufs Handy geguckt und gesehen, also 3-1 Hoffenheim, mit dem anschließenden 4-1 noch und habe damit auch tatsächlich nicht wirklich gerechnet. Ich habe mir dann nochmal die Highlights angeguckt, beziehungsweise eine grobe Zusammenfassung. Man hat schon gemerkt, dass so irgendwie, die Luft raus war, ist wieder vielleicht falsch ausgedrückt, aber man hat gemerkt, dass sie einfach müde waren. Das hat Lewandowski auch gesagt, dass sie noch nicht mal gefeiert haben nach den 120 Minuten, weil sie gewusst haben, okay, jetzt müssen wir Samstag wieder in den Flieger nach Hoffenheim. Und haben halt wenig Power noch in den Beinen. Aber dann 4-1 zu kriegen, muss man auch sagen, Respekt an Hoffenheim, die das tatsächlich auch gut gemacht haben, die da nicht aufgesteckt haben, auch offensiv gut aufgetreten sind, von daher schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, ich glaube, was mir aufgefallen ist bei Hoffenheim, ich glaube, dass kaum eine Mannschaft so abhängig ist in der Bundesliga von einem Einzelspieler wie Kramaric, wie es in Hoffenheim der Fall ist. Man merkt, glaube ich, wenn der verletzt ist oder nicht ganz fit ist, dass da ein bisschen was fehlt im Sturmzentrum. Ja. Und jetzt, wo er wirklich gut drauf ist, der ist ja nicht nur vorm Tor eiskalt, sondern der ist im Spiel so dermaßen präsent, ist ein Mega-Fußballer. Das merkst du einfach, dass er halt diese gewisse Spielintelligenz hat. Ja. Ne? Das finde ich, das merkt man bei sehr vielen Spielern sehr schnell an gar nicht mal an Situationen, an denen Stürmern gemessen werden, sondern an Kleinigkeiten, wie er einen Ball abschirmt, wie er sich bewegt in manchen Situationen, merkst du einfach, dass er halt diese Spielintelligenz hat und weiß, wie er sich zu bewegen hat, wie er Freiräume erkennt, wie er Freiräume erläuft dann auch. So, das ist auch so vom Prinzip her so ein Thomas Müller. Der hat jetzt keine Qualität, wo du sagst, keine
erste Qualität, wo du direkt sagst, der ist mega dribbelstark oder der ist, hat einen mega geilen Abschluss. Das ist alles so eine Mischung und ich glaube, bei Müller ist es zum Beispiel so diese Laufwege, die er macht, diese Räume, die er schafft, das ist einfach diese Spielintelligenz, die er hat. Und sowas Ähnliches, finde ich, macht Kramaric genauso, dass er natürlich einen überragenden Abschluss hat. Und ein feines Füßchen. Freistöße schießen kann. Vor diesem Elfmeter hat er, glaube ich, Boateng einmal so alt aussehen, oder Goretzka, glaube ich, einmal aussehen lassen mit einer Ballbehandlung. Dann spielt er den Ball weiter, wird dann noch umgesetzt, senzt, Vorteil läuft, Bebu wird zwar auch gefoult, steht wieder auf. Also hat man auch gesehen, Hoffenheim war frischer, Hoffenheim war irgendwie ein bisschen kecker, vor allen Dingen eben Kramaric und so war es dann halt hochverdient. Andererseits finde ich, Hoffenheim war jetzt auch eine Mannschaft, die sich jetzt nicht versteckt hat. Das war jetzt zum Beispiel, finde ich, unabhängig davon, ob Bayern müde war oder nicht. Das hatten wir, glaube ich, in unserer ersten Live-Sendung auch mit Leeds gegen Liverpool zum Beispiel, dass man auch sagt, ein Aufsteiger, der sich halt gegen den Meister nicht versteckt hat und mitgespielt hat, da ist es halt nicht gut gegangen. Mhm. Da hatten wir das Thema so Bielefeld und Co., die reisen nach München oder selbst wenn sie zu Hause spielen, die stellen sich hinten rein und gucken mal, was passiert und spätestens nach 70, 80 Minuten flutscht halt mal irgendwie einer durch. So, das hat Hoffenheim jetzt auch nicht unbedingt gemacht. Und wenn man guckt, jetzt seit 2017 hat Hoffenheim viermal gegen Bayern schon gewonnen. Kein anderes Team hat so oft gegen Bayern in dem Zeitraum siegen können. Schon Richtung Angstgegner tatsächlich. Tja. Und wir müssen auch festhalten, das war die erste Bayern-Niederlage nach 32 Pflichtspielen. Und ich habe meine DHL-Sendung nochmal zurückgenommen. Die Meisterschale jetzt noch nicht nach München geschickt. Aber mal im Ernst, das wird doch auf Dauer trotzdem ungefährdet sein mit den Bayern. Kurz und knapp, ja. Wie gesagt, dann denkst du mal, Dortmund kommt wieder ran. Dann verlieren sie aber in Augsburg. Da merkt man. Vielleicht ja Augsburg, neuer Titelanwärter. Und Hoffenheim, 1 und 2 aktuell, ne? Also, da könnte was gehen. Nee, also wie über kurz oder lang wird es entweder Bayern oder Dortmund machen, aber mit klarer Tendenz zum Bayern. Wobei man vielleicht eine kleine Hoffnung haben kann, dass diese seltsame Corona-Situation zur Folge hat. Da wird es ja häufiger mal so sein, dass Mannschaften müde sind. Viele Spieler haben gerade die international belasteten Teams. Vielleicht wird es ja hier und da in Europa etwas spannender, weil doch mal der ein oder andere Favorit patzt. Man bräuchte ja eigentlich auch einen viel größeren, viel breiteren Kader, was aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage den wenigsten nur möglich ist. Mal schauen, wie sich das dann weiter auswirkt. Wir wollen auch noch über eine weitere kleine Kuriosität sprechen am Rande dieses Spieltags. Dürfen wir nicht vergessen, denn auf der Bielefelder Alm wurde das erste Mal seit, ich glaube, 2012 wieder ein Bundesliga-Sieg eingefahren. Ist schon auf jeden Fall eine ganze Weile her. Und dann gab es eine Kombination, die ihresgleichen sucht, nämlich Ortega auf Edmundson. Und das ist der erste Spieler von den Färöer Inseln, der in der Bundesliga aufläuft, wird eingewechselt und macht dann da gleich, das ist auch ein komisches Ding, ne? So komisch, kurzes Eck, Horn sah nicht gut aus. Muss man Horn auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja, als ob er so abgeschossen hätte, mit der Hand von Gesicht einfach irgendwie blind rauf und dann schlüpft er da rein. Und die Vorlage kam vom Keeper, von Ortega, und die ist auch was ganz Besonderes, denn der macht das nicht zum ersten Mal. Genau, er hat tatsächlich in den letzten 4 Spielzeiten immer jeweils eine Vorlage gemacht. Also das ist tatsächlich noch keinem Keeper gelungen, innerhalb in 4 Jahren, aufeinanderfolgenden Jahren, eine Vorlage beizusteuern für einen Verein. Auch jetzt in dieser Saison natürlich der erste. Kaiserslautern, Aue, Darmstadt und jetzt eben Köln. Das waren die 4 Teams, gegen die er ein Tor vorbereitet hat. Das Köln ist ja schon hat auch zuletzt auch mit von Gulaschi, derjenige, der vor Ortega die letzte Torvorlage gemacht hat, auch das Tor kassiert. Ja, auch Torhüter können mal mitspielen und gute Vorlagen liefern. In dem Fall war es halt ein langer Ball. So, also es sind ja, werden im häufigen Fall natürlich lange Bälle von Keepern, aber ja, also war auch, finde ich, nicht sonderlich gut verteidigt. Also es ist ein langer Ball, er läuft von außen rein. Guter Laufweg, aber eigentlich darf dadurch nicht eine komplette Abwehr ausgehebelt werden. Ja, nicht, dass Kölle wieder zum Sorgenkind wird. Markus Gisso ja mit einer großartigen Serie in der Mitte der vorangegangenen Saison. Jetzt ist da so ein bisschen wenig Substanz, ne? Also bisher sieht das spielerisch noch nicht so aus, als ob da ein Rädchen ins andere greift. Das auf keinen Fall. Also wie gesagt, gegen Hoffenheim, denke ich mal, kann man verlieren. War auch unglücklich mit dem Gegentor in der Nachspielzeit. Aber mit den Ansprüchen, die Köln hat, muss man gegen Bielefeld gewinnen. Mhm.
Wir wollen auch noch über Freitag sprechen. Da gab es ein sehr interessantes Duell. Vorher hätte ich tatsächlich eher andersrum getippt, nämlich auf die Hertha aus Berlin, die dann aber mal richtig kalt abgeduscht wurde von den Frankfurtern in der ersten Halbzeit. Am Ende gab es noch einen Bundesliga-Rekord, der eingestellt wurde. Martin Hinteregger mit seinem sage und schreibe 6. Eigentor. Und der Mann ist noch gar nicht so alt. Der hat noch ein bisschen Zeit, eine neue Bestmarke. Ich hätte tatsächlich, als ich das gesehen habe, diesen Fact, habe ich auch tatsächlich nie im Leben damit gerechnet, dass der schon bei 6 Bundesliga-Eigentoren steht. Aber Statistik lügt nicht. Es sind tatsächlich schon 6 Stück. Und mich hat auch ein bisschen überrascht, Nikolce Noweski, der hat für mich gefühlt alle 2 Wochen ein Eigentor gemacht. Der steht auch erst oder nur bei 6. Genauso wie Manny Kals, die alte HSV-Legende. Ja, ich glaube, ein Hinteregger, der lacht sich da ins Fäustchen. Der landet noch bei 2-stellig, wenn er so weitermacht. Ein paar Jahre hat er wahrscheinlich noch, wenn er in der Bundesliga bleibt. Gab ja auch da ein paar Gerüchte. Gab Gerüchte über Southampton oder sowas, ne? Ob er eventuell weggehen könnte. Wir wünschen es keinem, aber wenn er in der Premier League, in der Bundesliga bleibt, dann könnte es wahrscheinlich der Fall sein. Andererseits, ich würde tatsächlich nichts anderes machen. Wenn so ein Klaus Jasula hat es für mich perfekt gemacht. Ja. Der weiß wahrscheinlich, ich kann nur einmal in meinem Leben Bundesliga spielen. Dann versuche ich alles Mögliche, um irgendwie in die Geschichtsbücher zu kommen. Ich schaffe es nur auf einem Wege in die Geschichtsbücher. Auf einem Wege, so bleibt mein Name wenigstens über einen längeren Zeitraum im Gedächtnis. Und ich glaube, Thomas Heito, der vorherige Rekordhalter, der war fuchsteufelswild, dass es jemand geschafft hat, den gelbe Kartenrekord von zu daher, brechen. Wenn wir beides machen würden, wenn es sichere Tore gibt, dann stolpern wir ihn aus Versehen nochmal rein. Dann, wenn wir mal Bundesliga spielen, dann landen wir ganz schnell bei 7 und dann sind wir auch in den Geschichtsbüchern. Das reicht doch. Ich glaube nicht, dass ich 7 spiele in der Bundesliga. Reicht doch 1 und du stolperst aus Versehen 7. Weiß ich nicht. Das könnte ein bisschen auffällig werden. Nee, das schaffen wir auch nicht. Ein Name, der auch noch genannt wurde, wir haben jetzt gar nicht nachgeguckt, wie viele Eigentore er hatte, war Karim Hagi. Auch so eine absolute Eigentor-Legende. Das waren noch Zeiten, da war die Bundesliga noch in Ordnung. Der Konstant Jakpa hat er auch mal. Der hat das schönste Eigentor der Bundesliga-Geschichte gemacht mit dem Außenrest aus 25 Metern. Den Torwart anspielen wollte. Gab es nicht auch mal das Kramer oder so aus 40 Metern in Dortmund? Ja, so ein halber Pressschlag war das, glaube ich. Ja, und dann geht er über den Torwart. Das war auch ein, das habe ich live gesehen. Gegen Dortmund tatsächlich. Ja, und 1-0 war auch Endstand in Dortmund. Das war ganz, ganz heftig. Das sind aber schöne Momente der Bundesliga, die wir auf jeden Fall nicht missen wollen. Ich glaube, die Spieler, so wie der Kollege Hinteregger, würden liebend gern drauf verzichten. Andererseits haben sie ja 3-1 gewonnen, von daher ist es... Genau, ich glaube, es ist zu verkraften. Korrekt. Außer für Spieler, die ihn in einem Managerspiel hatten, und dann gibt es ja meistens Minuspunkte für ein Eigentor. Obwohl, ich hatte ihn tatsächlich dementsprechend... Hat noch seine 6 Punkte, glaube ich, gemacht. Ach Gottchen, na, das schau ist an. Noch tatsächlich ganz vernünftig. Und wir sind jetzt schon beim Thema Managerspiel. Wir durften in der vorigen Woche, 48 ist ja gar nichts, Knolli. Das ist tatsächlich nichts. Also wir durften in der vorigen Woche unsere Teams aufstellen. Die Restriktion war bis 10 Millionen einschließlich Marktwert. Also maximal 10 Millionen durften sie wert sein. Knolli hat sich für diese... Ich bin tatsächlich komplett auf, was heißt komplett? Ja, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich bin auf Gladbach gegangen, weil ich gedacht habe, zu Hause gegen Union sollten sie ja mal gewinnen. Ja, das sind auch deine besten Punktsammler hier, Stindl, Hofmann, Sommer. Ja, aber... Ohne die wärst du ja richtig abgeschmürgelt. Ja. So ein Bender und Mangala haben auch nochmal ganz gut. Ja, so Boyata, Kapitän von Hertha, der hat trotzdem irgendwie nichts gemacht, hat Kaderbach nicht gespielt. Ach, hat Boyata nicht, der hat doch auch... einen Elfmeter verursacht und dann hat er noch am Ende irgendwie einen Gegenspieler in den Lauf gespielt. War unglücklich, sagen wir es mal so. Ja, das war extrem. Ich habe auf Spieler gesetzt, die gegen vermeintlich schwächere Teams spielen. Er hat Barkok noch einen vorgelegt, glaube ich. Ich möchte es dir jetzt nicht unter die Nase reiben, aber das war... Habe ich dir nicht auch gewählt, Boyata? Ich habe gerade kurz überlegt, ich glaube tatsächlich, dass du ihn auch hast. Also, ich bin nochmal gespannt auf... Ich glaube, 48 sind gar nicht so schlecht. Ich glaube, jetzt fällt es mir gerade erst wieder ein. Ich habe wirklich auch keine Ahnung. Ich habe die Auswertung noch nicht gesehen. Darida auch mit Hertha. Ich habe richtig auf die Hertha gesetzt. Ich habe bei einen nach dem anderen von der Hertha in meine 11 gestellt. Also ich glaube, mit meinen 48 bin ich gar nicht so schlecht. Oh, aber du sind das Punkte, du! Ah, nein. Das reicht für dich. Das reicht locker, Freunde. Dann Mittelstädter, Rieder, Boyata. Guck mal an. Ich habe sogar 3 Spieler weniger gefühlt aufgestellt. Im Sommer haben wir beide. Du hattest Lars Bender, glaube ich, ne? Ich habe Sven Bender genommen, den schlechteren. Aber guck mal, ein Kader Žabek, da habe ich mich auch was getraut. Ich wusste, die spielen gegen Bayern, aber hatte schon gerochen, dass die müde sind nach dem Supercup. Ich habe schon viel Mist gehört, ne? Aber das brauchst du jetzt echt nicht so begründen. Dann arbeite ich mal weiter auf Hofmann. Ja gut, hat schon bessere Spiele gemacht. Ein Rode ist natürlich echt extrem glücklich, dass der da noch einen reinzirkelt am Ende. Ist er eigentlich nicht so viel bekannt. Das muss ich auch echt zugeben. Oh, und dann... Ja, so eine Dost.
Nille Pedersen doch. 3 Torschützen hast du halt schon, das reicht schon tatsächlich. Das war ja wirklich auch so eine Ecke, er läuft da kurz rein, das ist ja wirklich eigentlich geschenkt, das Ding. Dost hat wirklich auch gut gespielt ansonsten und wer war das noch? Wirtz, ne? Tja. 6 Punkte ist... Naja, ist okay. Ich glaube, der hätte auch einen machen können, hat Aluminium getroffen oder auf jeden Fall eine Top-Chance gehabt. Getroffen gegen Leipzig. Ja, das kann man mal machen. Ja, hast du ausnahmsweise. Ach ja, und das war ja auch noch, du. Da war ja auch noch die Tipps. Sieht aber auch... Es ist relativ mau, wa? Ja, nicht so gut tatsächlich. Das sind unsere Tipps. Zweimal richtig. Ja, guck mal, Roma-Juve hatte ich, glaube ich, so begründet, dass... Dass man bei Italien gerne mal 0-0 tippen kann. Das ist ja, auf jeden Fall A. Gesagt. Und B... Erinnere ich mich nicht mehr, aber irgendwas hatte ich im Köcher gegen Juve. Hat gefroren. Ich glaube, es ist 2-2 aus. Ach ja, steht da auch links. 2-2 ausgegangen. Und ja, Barca, Villarreal. Ja, da hast du gesagt, da machst du mal was Verrücktes, ne? Naja, 1-0 ist ja auch wirklich richtig meilenweit vorbei. Ja, gut, immerhin die Tendenz grob. Ansonsten haben wir ja echt. Ja, Juve in Unterzahl leider, deshalb nur 2-2. Das haben wir vergeigt, doch. Aber zweimal. Das entscheidende Spiel wird sein heute Arsenal gegen Liverpool. Können wir mal gucken. Ich glaube, wir haben tatsächlich beide auf Liverpool getippt, dementsprechend. Ja 2-0 und 3-1. 3-1. Dann gewinnen sie 3-1, das ist eine klare Sache. Brüder im Geiste, wer hätte das gedacht, dass das nochmal zustande kommt. Na gut. Das Update dazu wegen den Tipps und dem Managerspiel. Das werden wir natürlich weitermachen, aber einmal kurz aussetzen bezüglich dem Deadline Day, weil wir uns natürlich voll den Transfers und Gerüchten des Tages widmen wollen. Ich bin eigentlich dafür, dass wir noch eine Manager-Elf uns ausdenken im Laufe der Woche. Ich finde, das macht so viel Spaß. Da müssten wir uns nächste Woche, die 2 Minuten müssten wir uns nehmen. Weil ich auch doch gewinnst du einmal und möchtest du den... Habe ich Rückenwind und ich möchte gerne jetzt eine kleine Serie ausbauen gegen dich. Ich nehme die Herausforderung gerne an. Schön. Sehr gut. Gegen wen spielt ihr nächste Woche? Ich will nicht, dass du triffst. Nicht, dass ihr gegen eine... Gegen Süderelbe. Ach, guck an. Aber die sind nicht so gut, ne? Wir haben tatsächlich, glaube ich, 1 gewonnen, 1 unentschieden jetzt gespielt. Ja, guck an. Ja. Also besser gestartet als wir. Aber es ist auch nicht, war auch nicht jetzt so schwer bei 2 Niederlagen. Ich hoffe, ich darf überhaupt spielen nächste Woche. Wir werden natürlich auch darüber, über diese Challenge weiter berichten. So, und wir wollen jetzt auch noch ein bisschen sprechen über die Premier League. Denn die interessiert uns beide, glaube ich, sehr. Auch unsere User da draußen verfolgen es natürlich. Die wahrscheinlich stärkste Liga der Welt. Und wir wollen sprechen zuerst über Manchester City. Die hatten Leicester zu Gast und das war gleich mal eine Partie mit richtig viel Gesprächsbedarf, denn es gab viele, viele erste Male, es gab Rekorde und es gab unter anderem diesen wahnwitzigen hier, Jamie Vardy. Ein Spieler, der so vieles mitbringt, so vieles hat auch noch in seinem gehobenen Alter. Klar, 2 Elfmeter, aber den... Er holt sie sogar beide raus, glaube ich. Ne? Er holt sie beide raus. Mei, der Typ ist echt on fire. Ich finde den... 33, also wie ein guter Wein, ne? Tja. Mit dem Alter wird er nochmal immer besser. Hat nochmal langfristig verlängert. Ich glaube, wenn der seinen Vertrag erfüllt, ist er 36? Könnte sein, da möchte ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen. Auf jeden Fall... wie alt er dann genau ist, aber... Ich finde den so groß. Sein Hackentor war auch sensationell, genau dieser Laufweg dahin auf dem ersten Pfosten. Also muss man schon sagen, Hut ab vor Vardy und Leicester, aber andererseits Man City. Was ist mit City los? Was ist überhaupt mit den Favoriten los? Ich meine, Chelsea hat 3-0 zurückgelegen nach einer halben Stunde. Das kann man sich ja eigentlich auch nicht erlauben. Dann gegen West Brom. Und Manchester City jetzt auch tatsächlich mit einem richtig satten Dämpfer. Und Pep Guardiola mit dem ersten Mal in, ich glaube, knapp 700 Spielen, dass er 5 Gegentore als Profi-Coach bekommt. Auch eigenartig. Es gab für ihn jetzt tatsächlich viele erste Male bei diesem Spiel. Wenn wir drauf schauen. Er hat, wie gesagt, wie du angesprochen hast, zum ersten Mal 5 Gegentore bekommen. Zudem hat er auch das erste Mal, Man City das erste Mal 5 Gegentore bekommen im Etihad-Stadion. Ah ja, stimmt. Auch in dem Sinne bemerkenswert. Zum ersten Mal wurden in einem Premier League-Spiel 3 Elfmeter versenkt. Auch das gab es nicht. Seit 1992 oder so, seit der Gründung, ja. Generell, wenn man aber nochmal sich die vergangenen Spiele auch angeguckt hat, es werden unfassbar viele Elfmeter auch gegeben. Wenn wir jetzt auch nochmal drauf gucken auf Man United, das Spiel ist schon abgepfiffen und sie kriegen nochmal einen in der 100. Minute oder in der 98. oder wie auch immer. Da wird schon sehr, sehr viel gepfiffen. Also ob jetzt berechtigt oder nicht. Also ich finde jetzt alle 3 Elfmeter, die Leicester bekommen hat, waren für mich berechtigt.
Aber das ist schon eine Tendenz zu erkennen, dass da tatsächlich aktuell häufiger auf den Punkt gezeigt wird als noch zuvor. Und in Deutschland ist die Diskussion ja gerade nicht so am Aufkochen. Da hatten wir es schon viel schlimmer über den VAR, aber in England sind sie furios. Ich meine, hier sind sie furious. Ja, Tottenham, Mourinho ist vorzeitig aus dem Stadion rausgegangen, weil der, glaube ich, sonst den vierten Offiziellen an die Gurgel gegangen wäre. Also da brennt richtig der Busch, was das angeht. Aber es sind tatsächlich manchmal auch Entscheidungen, die man einfach nicht nachvollziehen kann. Also ich meine, wir beide spielen ja selber Fußball, mehr oder weniger erfolgreich. Aber ich finde, selbst wenn du selber Fußball, war jetzt nichts gegen dich. Danke. Wenn man selber Fußball spielt... Ich kann das einordnen. Perfekt. Wenn man selber Fußball spielt, ist es, glaube ich, so, dass du es schon in der realen Geschwindigkeit siehst, was da gerade vorgefallen ist, oder spätestens in der ersten Wiederholung siehst du, okay, das pfeift jetzt zurück wegen Abseits, oder es müsste jetzt zurückpfeifen wegen Abseits oder wegen Foul oder was weiß ich. Und dann gucken da aber nochmal die Videoschiedsrichter 5 Minuten drauf, wo du denkst, eigentlich sollte man das doch, gerade wenn man Schiedsrichter ist, doch eigentlich sehen, was da gerade passiert ist. Ich finde so auch, jetzt ein bisschen off-topic, es gab letztes Jahr einen Elfmeter bei Regensburg gegen Darmstadt oder sowas, wo ein Spieler von unten einem gegen die Beine tritt, dann aber selber hinfällt und schreit und den Elfmeter kriegt, obwohl es eigentlich ein glasklares Foul ist von dem Spieler, der halt ihm von hinten, von unten in die Beine tritt. Und es gibt trotzdem einen Elfmeter. Und ich habe mit meinen Freunden das geguckt, das damals, das Spiel. Und wir alle waren der Meinung, nach der ersten Wiederholung, okay, das kann nur einen Freischuss geben und er muss den Elfmeter zurücknehmen. Und dann passiert sowas nicht. Mhm. Ja, was dazu noch kommt, das ist natürlich auch ein... Was eine unglaubliche Rolle spielt, ist diese neue Handspielauslegung. Zum Beispiel glaube ich, dass man vielen Schiedsrichtern damit nicht unbedingt einen Gefallen tut. Ich habe es auch selber in meinem Spiel, um auch nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, erlebt. Da kriegt einer auch, ich glaube, hat die Hand so, kriegt den auf den Arm, also verändert damit die Laufbahn bei einem Schuss aufs Tor, glaube ich. Was ja eigentlich ein Elfmeter ist. So, aber es ging so schnell und man konnte es gar nicht sehen eigentlich, auch der Schiedsrichter aus seiner Position nicht. Ich habe mir dann auch tatsächlich das Lamentieren total gespart, weil es bei solchen Dingern, die man erst im Fernsehen nach dem dritten, vierten Mal wirklich sieht, dass er da minimal vielleicht touchiert hat, dann gibt es dafür einen Elfmeter. Ist auch schwierig, aber ich glaube, das Thema wird uns auch für immer noch irgendwie aufregen und irgendwie werden wir da nie, glaube ich, eine einheitliche Linie haben. Aktuell können wir tatsächlich ganz froh sein, dass es jetzt nicht so groß diskutiert wird aktuell in der Bundesliga. Und dass es halt auch eine halbwegs klare Richtlinie gibt. Das heißt, man kann es gut nachvollziehen. Ich glaube nur, dass man es in der Emotion, wenn man irgendwie, ich glaube, der eine Spieler hatte die Hand über dem Kopf und hat da gar nicht hingeguckt und wird von hinten so minimal angeköpft und das hat für den Ausgang des Spiels eigentlich überhaupt gar keine Bedeutung und das hinten im Strafraum-Eck und es gibt Elfmeter. Ich glaube, das ist für denjenigen, der 90 Minuten, 95 Minuten wirklich alles reinschmeißt in so ein Spiel, ist es halt dann nicht nachzuvollziehen und so ein Mourinho geht dann halt auch mal dann recht natürlich auch schnell weg und beißt, glaube ich, den Türrahmen seiner Trainerkabine und schlägt da alles kurz und klein. Ich glaube, das will keiner sehen in der Situation. Aber es gibt eine Riesendiskussion auf der Insel, das halten wir fest. Und wir hatten, glaube ich, noch genau diese Grafik, wo wir es nochmal zusammengefasst haben. Riyad Mahrez übrigens mit dem Traumtor hat nichts genützt. Und wir müssen. Frühe Führung für City, denkt man ja eigentlich, könnte was bringen, aber die Sicherheit ausgestrahlt. Und wir müssen vielleicht abschließend zu dem Thema City auch nochmal sprechen über die Rolle, die die Citizens spielen können. Wir haben es nämlich in einer unserer vorigen Sendungen besprochen, dass wir eigentlich gesagt haben, Liverpool und Manchester City, die gehen Kopf an Kopf vorne weg. Vielleicht kann Chelsea mal so von unten ankratzen, anklopfen, irgendwie lassen aber alle so ein bisschen federn. Manchester United war ja eigentlich auch auf einem ganz guten Weg wieder, sind jetzt auch irgendwie im Stolperstart in die Premier League gekommen. Wollen die alle nicht? Müssen wir uns daran gewöhnen, dass die Favoriten straucheln? Es ist ja offensichtlich ein Phänomen. Ich finde es ganz cool tatsächlich, dass sie immer straucheln. Also jetzt auch in der Bundesliga, dass du jetzt Hoffenheim und Augsburg da vorne hast. Es ist tatsächlich mal wirklich eine Abwechslung, muss man ja sagen. Nichtsdestotrotz, Liverpool, glaube ich, macht es trotzdem. Haben jetzt trotzdem 2 Spiele, 2 Siege gefeiert. Dass Chelsea dann noch nach 0-3 zurückkommt auf 3-3, zeigt auch, dass sie eigentlich diese Qualität haben. Ist bei vielen einfach auf lange Sicht gesehen die Frage, ob sie diese Konstanz haben. Man United, finde ich, ist eine komplette Wundertüte. Zum Ende der letzten Saison richtig guten Fußball gespielt. Haben auch viele Trainer in der Premier League gesagt, dass Man United die beste Truppe war nach der Corona-Unterbrechung. Jetzt verlieren sie gegen Aston Villa und mit Ach und Krach halt ein 3-2 gegen Brighton. Es ist
es ist schön, wenn man da oben mal ein bisschen Abwechslung ist, aber ich glaube, auf kurz oder lang wird es wieder auf die üblichen Verdächtigen hinauslaufen. Wenn jetzt siehst, wenn du siehst, gut, Man City will sich jetzt Ruben Dias noch holen für wahrscheinlich jetzt kumuliert knapp 70 Millionen. Es ist schon, da siehst du einfach diese finanziellen Mittel, die da nochmal herrschen. Und über kurz oder lang wird sich leider sowas dann auch da oben durchsetzen. Mhm. Außer 2016, als Leicester geärgert hat. Sowas wollen wir natürlich gerne häufiger sehen aus neutraler Sicht. So, wir sprechen auch noch ganz schnell über ein paar andere internationale Themen. Jamie Vardy hatte einen Dreierpack zu feiern und bei Luis Suarez gab es 3 Scorerpunkte immerhin nach Einwechslung für Atletico. Mal richtig losgelegt da, kurz nach seinem Wechsel. Ich glaube auch, dass da jede Menge Befreiung mit im Spiel war, aufgrund dieser unbefriedigenden Situation bei Barca. Und jetzt verstärkt er Atletico. Und sein Mitspieler Diego Costa sagte, wieso kann man denn so einen Spieler ziehen lassen? Habe ich überhaupt gar kein Verständnis für. Und jetzt auf einmal, aus dem Nichts, Atletico mit einer richtig satten Offensive. Ja, war auch ein richtig gutes Spiel, muss man sagen. Vor allem Suarez direkt reingekommen, man hat direkt gemerkt, dass er halt einfach diese Präsenz vorne hat, dass du weißt, wir haben da vorne einen, der ist auf jeden Fall mal für einen das ein oder andere Tor gut. Ja, und wenn du Verteidiger bist in der Liga und dann, wenn die starten mit Suarez und Costa und meinetwegen noch Felix dahinter, eieieiei. Wenn man sagen muss, jetzt vor Suarez war das jetzt ja auch nicht so, dass Atletico vor Offensivkraft strahlt hat und gesagt hat, ja, wir ballern alles kurz und klein. Das waren ja häufiger eher so die 1-0, 2-1 Siege. Jetzt mit Suarez auch noch und Costa als Doppelspitze, wenn sie so spielen, glaube ich auch, dass da gerade in der Offensive doch das ein oder andere möglich ist. Du hast jetzt einfach einen Präsenzspieler da vorne noch mehr dazu gewonnen und du hast einfach gemerkt, jetzt mit Suarez, die Tore, die er macht, das eine Kopfballtor, wo eine schöne Vorlage noch. Die Vorlage noch. Da haben sie schon sehr, sehr viel Qualität gewonnen. Ja, Qualität ist das richtige Wort tatsächlich, weil wer den Kopf beim Rückwärtslaufen, der so noch drückt. Ja, also wie gesagt, an Barca-Stelle kann man es tatsächlich nicht nachvollziehen. Messi hat es auch nicht verstanden, also hat ja auch noch mal ein bisschen ja, härtere Worte gewählt. Der will wahrscheinlich auch am liebsten zu Atletico jetzt. Das glaube ich ja nicht tatsächlich, aber dass er weg will, ja, wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer dann ablösefrei. Aber ja, ich bin mal gespannt, was mit Atletico dann geht. Und wo wir über Barca gesprochen haben, Messi, glaube ich, vom Punkt getroffen, also per Elfmeter wenigstens eingemacht, und Ansu Fati macht einen Doppelpack, der junge Mann. Und da gibt es eine kleine kuriose Geschichte, denn normalerweise hätte man ihn zum Man of the Match machen müssen, hätten wahrscheinlich. Sie auch gemacht, und hätten sie auch wahrscheinlich gerne gemacht, durften sie aber nicht. Knoddi, warum? Tatsächlich kuriose Geschichte, weil der Herr Ansu Fati ist noch nicht 18 und der Man of the Match Award in Spanien in der Liga wird von Budweiser gesponsert, einer Biermarke. Und da, wie gesagt, Ansu Fati noch nicht 18 ist, darf er das nicht entgegennehmen. Gut, wenn wir zweimal in der Liga spielen, würden wir dürften wahrscheinlich entgegennehmen. Wir würden auch gerne entgegennehmen, wenn das von der Biermarke gesponsert wird. Nee, aber der junge Mann darf das nicht. Sehr verantwortungsbewusst übrigens, dass man da so weit mitdenkt. Nee, aber ich glaube, es hätte auch tatsächlich Stress gegeben und ein Echo, was man sich da ersparen möchte. Aber ein Kuriosum ist das allemal. Und damit haben wir eigentlich jetzt auch über alle Themen gesprochen, die wir so beackern wollten. Bleibt uns auf jeden Fall noch der ganz, ganz wichtige Ausblick auf die kommende Woche. Denn wir haben nur noch 7, ja, oder einschließlich heute 8 Tage das Transferfenster in Deutschland geöffnet. Nächsten Montag um 18 Uhr, bitte korrigiere mich aus der Statistikzentrale, ja, okay, bis 18 Uhr ist das Transferfenster in Deutschland geöffnet. Das heißt, die Clubs können da noch ein bisschen was machen, wenn sie es sich denn leisten können. Das ist ja die große Frage. Es steht alles ein wenig unter Corona-Zeichen. Nochmal der Hinweis, nächste Woche Deadline Day am 5. Oktober live auf unserem YouTube-Kanal. Dann ab Nachmittag werden Knoddi und ich hier richtig Strecke machen, live on air sein die ganze Zeit. Das wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam, bin ich mir sicher, und auch sehr spannend. Denn irgendwie passiert am Deadline Day immer noch irgendwas. Auch manchmal was Unvorhergesehenes. Ich kann sagen, also ein bis zwei Transfers sind eigentlich immer dabei, wo man jetzt denkt, hätte ich nicht mitgerechnet, die hat aber nicht auf dem Zettel. Von daher freue ich mich auf jeden Fall drauf, was da noch so passiert. Und wir haben ja selber noch unsere Tipps abgegeben von... Genau, ganz kurz. Ich höre gerade, dass wir eine Frage haben. Und das ist ja natürlich nochmal ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Ihr könnt gerne alle eure Fragen stellen zum Transferfenster, was nur noch eine Woche geöffnet ist, zum Deadline Day.
an sich. Und Alex 1995 schreibt, meine letzte Frage ist, setzt Bayern in den letzten Wochen auf Transfers oder setzen die mehr auf die Jugend und weniger auf Transfers? Das ist die Frage von Alex 1995. Schön, dass du mitmachst. Ich glaube, ein Teil der Antwort hat man gestern gesehen und auch gehört. Ein Hansi Flick hat sich ja schon mehrfach geäußert. Ich glaube, wenn es kein Corona gäbe und wenn man aus dem Vollen schöpfen könnte, was ja eigentlich nach so einem Trippelsieg drin sein sollte, dann würden sie nicht nur ein und vielleicht auch nicht nur zwei, sondern vielleicht sogar drei Spieler verpflichten. Und zwar ein Backup für Lewandowski, würde ich sagen. Ein zentralen Mittelfeldspieler, ein Rechtsverteidiger. Das wären wahrscheinlich die drei Präferierten. Vielleicht noch ein Flügelspieler eigentlich. Eigentlich noch ein Flügelspieler. Ach, guck, sind wir schon bei vier. Also ich glaube, es wird auf Laien hinauslaufen, wie sie es jetzt mit Perisic und Coutinho gemacht haben. Das denke ich auch. Aber sie werden auf jeden Fall Minimum noch einholen, bin ich mir sicher. Bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass das passieren wird. Minimum ein. Ich glaube, ein Lewandowski-Backup sehe ich eher am wenigsten tatsächlich. Jetzt Zirkzee gespielt. Da kann im Zweifelsfall nochmal ein anderer als falsche Neun rein stolpern. Ich glaube tatsächlich. Ich glaube auch, dass das nicht Priorität Nummer eins genau, ist. Aber ich glaube, wenn alles ganz ist, normal wäre, also wenn wir kein Corona hätten, dann hätten sie wahrscheinlich irgendwen geholt, der nicht meckert und auch wenn er reinkommt, seine Tore macht. Wie gesagt, ja, ich glaube auch, dass sie noch was holen, aber tatsächlich eher als Laie. Mhm. Serginho Dest, wahrscheinlich. Vom Markt, der geht wahrscheinlich zu Barcelona, das hat zumindest RAC1, der tolle Radiosender, den ich noch nie gehört habe in meinem Leben, aber von dem wir hier andauernd Gerüchte bekommen, die sind immer sehr nah dran an Barcelona, die haben diesen Wechsel kurz vor Abschluss vermeldet und dann gab es ja noch was dann weiter aufgehorcht mit Mario Götze, ein Spieler, den wir auch noch heute beäugen wollen, da gab es die Gerüchte um eine Bayern-Rückkehr. Wir haben auch eine Frage von Dwayne Dean. Hallo liebes Transfermarkt-TV-Team, da Götze mein Lieblingsspieler und um ihn immer Gerüchte aufkamen, dass er nach Spanien geht, würde ich gerne mal wissen, was da jetzt dran ist oder wo es ihn hinzieht. Ja, wie gesagt, wir wollten auch gerade über Götze diskutieren. Knoddi? Bayern will es nicht, hat Flick ja schon gesagt. Sie telefonieren häufiger, dass daraus dann wieder eine Meldung kommt, ist auch wieder irgendwie logisch heutzutage. Zuletzt gab es ja eher die Sache Richtung Italien, eventuell AS Rom. Dann gab es allerdings auch Preetz, der jetzt nochmal gesagt hat, ja, wir beschäftigen uns mit Götze. Also ich glaube, das Thema Bundesliga ist vielleicht noch nicht so ganz abgehakt. Bei Hertha, glaube ich, kommt es darauf an, wen sie eventuell doch noch holen. Bei der Hertha muss ich sagen, das fände ich fast echt ein bisschen übertrieben und ich sehe da auch nicht die Chancen für ihn, dann wirklich dauerhaft zu spielen. Kommt natürlich auch total aufs System an. Das ist, glaube ich, der größte Punkt. Ich glaube nämlich tatsächlich aktuell, dass die meisten Vereine diesen Spielertyp Götze nicht mehr in ihren Reihen, ja, ich will jetzt nicht sagen brauchen, aber sie spielen halt nicht häufig ohne klassischen Zehner, was Götze ja einfach ist. Die Hertha hat es ja jetzt, glaube ich, gemacht, aber die haben dann Kunja da aufgestellt, der nun mutmaßlich doch ein bisschen mehr Qualität aktuell mitbringt. Auf jeden Fall, also jetzt am Freitag nicht unbedingt, aber an sich, ich habe ihn auch in meinem Managerspiel, deswegen natürlich auf jeden Fall. Nee, aber sehe ich dann auch nicht als Garantie an, dass der spielt und dann einen Kunja davor hinstellen, also auf eine der beiden Stürmerpositionen, auch schwer. Wenn wir schon Cordoba haben, Piontek haben, dann ist auch ein Luke Bakio da, also da ist schon einiges an Konkurrenz. Sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass Hertha auf der Position den größten Handlungsbedarf hat. Glaube ich auch nicht. Also ich gehe davon aus, tatsächlich, dass Götze ins Ausland gehen wird, wenn er mal was finden wird, aber eher Richtung Italien, glaube ich. Wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen, dass er da sein Glück findet. Wir haben uns übrigens auch nochmal mit dem Thema Transfers beschäftigt. Die Frage lautete, wen wir am ehesten noch sehen, der den Verein wechselt. Und da habe ich mich mal richtig kreativ rein aus dem Fenster gelehnt. Also Götze wird, glaube ich, bis zum Deadline-Day noch irgendwo unterschreiben. Ein Cuisance
glaube ich, dass der abgegeben wird von Bayern. Total sinniger Deal, wenn das mit Leeds United zustande kommt. Sie haben ihn für 12 geholt. Er konnte sich jetzt nicht wirklich durchsetzen, hat aber hier und da, wenn er mal gebracht wurde, auch jetzt eine ordentliche Leistung gebracht. Im Gespräch ist, dass Leeds 20 Millionen hinlegen möchte, würde ich auf jeden Fall sofort einschlagen. Und der dritte, das ist jetzt mal wirklich weit aus dem Fenster gelegt, ein Alaba. Dass der noch wechselt. Ich weiß, es ist sehr, sehr... Ich habe tatsächlich auch kurz überlegt. Ja, ich finde es tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so abwegig. Ich wünsche es uns auf jeden Fall, dass wir nächsten Montag hier stehen und zu Beginn unserer Live-Sendung kommt die Meldung, Alaba auf dem Weg nach Manchester. Und dann sind wir hier live dabei und können es verfolgen. Ob es zustande kommt, ob es realistisch ist, das kann man, glaube ich, ganz schwer einschätzen. Ich fände es auf jeden Fall schade für die Bundesliga, aber ich halte es auch für möglich, dass es passiert. Eine der spannenderen Fragen, deswegen habe ich den mal auf 1 gesetzt bei meinen Tipps. Jetzt kommen die von Knoddy. Oh ja, das ist ja sehr kreativ. Ja. Ähnlich kreativ wie du. Ihr sagt tatsächlich Edin Dzeko, das ist meiner Meinung nach jetzt in der heutigen Zeit ein klassischer Transfer für den FC Barcelona. da wird nichts Junges verpflichtet, sondern wie geplant, sondern sie kriegen jetzt einen Dzeko, der auch seine Qualität hat, aber auch natürlich schon alt ist. Ich sage Florian Thauvin, der ja jetzt schon öfter mal mit einigen Bundesligisten in Kontakt war, beziehungsweise in Verbindung gebracht wurde. Ich glaube, das ist ein Transfer oder ein Spieler, der schon nochmal eine gute Qualität mitbringt und ich glaube auch Leverkusen zum Beispiel nochmal weiterbringen würde, die ja auch auf Außen was probieren oder was tun müssen eigentlich. Hab neulich gesehen, Thauvin hat in seiner Karriere einen einzigen Titel bisher gewonnen. Und das dann passt er perfekt zu der WM-Titel. Leverkusen. Ja, ist gut, den WM-Titel würde ich auch nehmen. Würde ich auch nehmen, so. Genau, Götze habe ich auch tatsächlich noch, Götze. Sehr kreativ. Ich glaube, wie gesagt, wenn ein Spieler seiner Qualität vereinslos ist und sozusagen für 0 Euro zur Verfügung steht. Natürlich musst du ihm dann noch Handgeld und Gehalt zahlen, natürlich. Aber ich glaube, ein Spieler seiner Klasse wird irgendwo auf jeden Fall noch unterkommen. Was passiert noch bis dahin? Und wie ist das Transferfenster aus deiner Sicht einzuschätzen? Du sitzt jeden Tag in der Redaktion bei Transfermarkt an der Quelle sozusagen. Wir erleben Neuerungen überall. Also in der ersten Liga sind viele Leihen und auch viele günstige Transfers. In der zweiten Liga wird irgendwie gefühlt gar keine Ablöse gezahlt. Ich glaube, Leihe mit Kaufoption, Schrägstrich Kaufpflicht ist der neue Transfer in Italien zum Beispiel. Boah, neu nicht, aber jetzt also, natürlich ja, jetzt noch mehr tatsächlich. Also noch max, also so auf die Spitze getrieben. Ja. Wie erlebst du das tägliche Transfergeschäft? Also man hat tatsächlich ja, am Anfang der Corona-Pandemie gedacht, okay, da geht tatsächlich gar nichts diesen Sommer. Aber je mehr Zeit da so vergangen ist, merkt man schon, es kommen täglich neue Gerüchte. Es passiert auf jeden Fall was. Das wissen, das merkt man. Es wird viel diskutiert und viel spekuliert, was bei welchen Gerüchten jetzt immer noch wirklich dran ist oder ob es wirklich nur Name-Dropping ist oder so, das natürlich immer noch mal im Raum stehen lassen. Aber es ist schon genug passiert und ich denke mal, es wird auch noch was passieren, wenn man sich gerade die Bundesliga-Clubs anguckt. Wenn du jetzt, keine Ahnung, einen Schalke siehst, die natürlich nicht die Möglichkeiten haben. Mainz, die vielleicht einen schlechten Start hatten oder sowas. Ich glaube, dass da noch viele was machen werden aufgrund des Saisonstarts, aber auch, weil sie jetzt natürlich noch so lange Zeit hatten, um zu gucken, auf dem letzten Drücker, machen wir lieber nochmal. Und zögern das tatsächlich so weit hinaus, bis sie merken, okay, wir machen das, aber müssen dann vielleicht nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen. Ich habe es eben angesprochen, zum Beispiel die zweite Liga, da sind ja die Kraftverhältnisse alle irgendwie ein bisschen über den Haufen geschmissen. Da wird ja wirklich gar nichts an Ablöse gezahlt und vielleicht noch am ehesten der HSV zum Beispiel, die so ein Terodde holen und irgendwie substanziell sich verstärken können, aber ansonsten nur ablösefreie Spieler. Wenn du das Gesamtbild dir einmal anguckst, wird es wirklich Machtverschiebungen geben in den Ligen? Vielleicht mehr als in den vergangenen 5 Jahren? Weitaus mehr? Schwierig. Also Machtverschiebung finde ich dann mal so hart schon direkt gesagt. Wie gesagt, die meisten Teams, ich glaube jetzt auch in der zweiten Liga, die hatten schon ihr Grundkonstrukt, ihren Grundkader, mit dem sie in die Saison gegangen sind. Natürlich nochmal punktuelle Verstärkung zu holen, aber ich glaube nicht, dass es eine richtige Machtverschiebung gibt in der Liga selbst. Dafür sind die Kader meiner Meinung nach von der Qualität her immer noch zu unterschiedlich stark besetzt. Wenn du dir selbst einen Bundesliga-Absteiger wie Paderborn, der die trotzdem die meisten Leistungsträger noch halten konnte, gut, dann müssen sie halt nicht im Endeffekt investieren.
wenn sie nicht direkt das Ziel wieder haben, wir wollen direkt wieder aufsteigen, was sie jetzt meiner Meinung nach so weit. Und es gibt ja auch keinen, der dann von außen kommt und die dicke Ablösesumme bietet. Das gibt es ja dann auch nicht. Aber ja, der ein oder andere wird sich vielleicht noch umblicken, sage ich. Und wir werden natürlich auch am kommenden Montag noch ein bisschen darüber plaudern können. Wir haben jetzt noch eine Frage, habe ich mir sagen lassen. Was denkt ihr, wie geht Paderborn HSV heute aus? Ja, hier aus Hamburg die Frage. Also wenn man den HSV beobachtet hat in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahrzehnt. Sehr gespannt, was kommt. Dann werden sie verlieren. Aber ich schätze doch, dass sich alles zum Guten wendet und ich gehe von einem ganz souveränen, ungefährdeten 2:0 Auswärtssieg ganz fest aus. Ah, ich habe tatsächlich leider ein gutes Gefühl gerade, was das Spiel heute angeht. Also verlieren sie. Deshalb verlieren sie. Das ist der Klassiker. Das ist, viele haben schon wieder für den HSV gespielt. Das heißt, wir werden nicht gewinnen. Was heißt ihr? Der HSV wird nicht gewinnen. Also mich hat tatsächlich das Spiel gegen Düsseldorf überrascht. Das fand ich gut. Von der Leistung her, von der Aggressivität, von der Spielfreude, das fand ich tatsächlich fand ich gut. Gegen eine der besseren Mannschaften eigentlich aus der zweiten Liga. Ja. Dazu gehört natürlich auch, dass Düsseldorf auch für mich enttäuschend war an dem Tag. Aber es würde jetzt einfach wieder zum typischen HSV passen, wenn es heute nichts wird. Wir wollen aber auch jetzt nicht hier den Teufel an die Wand malen. Dieses Jahr klappt es auf jeden Fall mit dem Aufstieg. Seid euch sicher, HSV-Fans. In dem Sinne verweisen wir nochmal ganz ausdrücklich auf den kommenden Montag. Dann geht es auf unserem YouTube-Channel rund. Wir werden richtig, richtig schön live berichten über den Deadline-Day, über alle Wechsel, die sich da noch anbahnen oder die dann an dem Tag auch tatsächlich noch fix gemacht werden. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt erstmal ciao, entlassen euch in die Woche. Folgt uns auch gerne weiter mit den regulären Ausgaben von Daily Ticker und von TMTV. Und wir sagen, macht es gut und tschüss. Ciao. Ja, Knolli.